Hallo und herzlich willkommen zu Gasstation Simulator. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Mir ist gerade etwas aufgefallen. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Zufall, denn jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, sind beide Mülleimer randvoll mit Fliegen. Vielleicht hast du auch Erfahrungen damit und kannst mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob du dieses Problem auch hast oder ob ich jetzt alleine mit diesem Problem dastehe, weil die Leute kommen hier nicht rein, denn es stinkt hier einfach bestialisch. Siehste, kaum habe ich ausgetauscht, guten Tag die Dame, habe ich hier direkt Kundschaft. Wieso? Also, eine Frage. Hier liegt ein Fisch. Mitten in der Wüste. Ja, weit und breit kein Wasser. Hier liegt ein Fisch. Und dieser Fisch bewegt sich noch. Das ist sehr kurios. So, guten Tag, die Damen. Wollen Sie vielleicht Fisch kaufen? Ich habe da gerade was Frisches gefangen. So, einmal durchziehen die Skittles natürlich. Dann haben wir hier. Moment. Und da. Und dann haben wir schon alles. Guten Tag. Schönen Tag noch. Bis dann. Schönen Abend noch. Tschüss. Ach nee, wird schon morgen. Guten Tag. So. Ja, gehen Sie einmal. Danke. Ich würde sagen, ich würde gerne heute ein paar neue Regale kaufen und eventuell. Ach, Kunde in Werkstatt. Moment. Wenn wir dafür Zeit haben. Moment, ich komme. Bin gleich da. Einen Moment. Hallo, guten Tag. Wie darf ich helfen? Ja, ich bock mal kurz den Wagen hoch. Und ich sehe. Oh, wir haben hier noch Müll, ne? Ja, ich räume nächstes Mal weg. Ich hatte gedacht, das wird automatisch entsorgt. Wieso geht der nicht höher? Okay, wir haben Kratzer, wir haben. You're kidding. Hey, nein, ich wollte ihn höher fahren. Okay. Macht $20. Schönen Tag noch. Ups. Warte mal, dann müsste das Glas auch noch hier liegen, ne? Ich glaube, das Glas liegt dann auch noch hier. Werden wir jetzt gleich mal feststellen. Habe ich getroffen? Ja, ich habe sensationell getroffen. Der andere Reifen ist natürlich nur rausgeflogen. Wir schauen mal ganz kurz nach. Wo ist das? Muss ich hier auch fegen? Nee, ne? Muss ich nicht. Oh, hier liegen sogar noch die Spritzen. Okay, dann haben wir hier noch eine Spritze. Da haben wir noch welche. Ja, ich sag mal so, wir packen jetzt einfach hier alles rein, ne? Was wir nicht mehr brauchen. Brotdose. Den Computer würde ich jetzt ungern wegschmeißen. Aber mich verwundert gerade tatsächlich, dass ich den Computer wegschmeißen kann. Weil. Achso, ja, das ist der Scan-Modus. Weil den braucht man ja hier. Das ist ja eigentlich ein wichtiges Teil, ne? Warte. So, Kunde an Kraftstoff 1. Ja, bin schon unterwegs. Ich muss gleich unbedingt ein neues Regal kaufen. So, einmal voll tanken. Ja, okay. Ja, great job. Was passiert eigentlich? Ne, ich frage nur mal so. Was würde passieren, wenn ich übervoll tanke? Also mehr als er möchte. Ist er dann auch sauer? Ja, könnte sein, ne? Einrichtungen. Wo ist mein. Ach, nee, der Controller. So, Entschuldigung, wo ist meine Maus? So, jetzt. Einrichtungen, parken. Was kostet der? $399. Oder war teuer? Dann kaufen wir lieber erstmal ein Regal. Einrichtung, Regale. Oh, für Alkohol. Oh, für Alkohol können wir noch kaufen. Großer Essensstand. Sag mal, kann ich? Achso, ja. Hallo? Ich wollte nur kurz was gucken. Ich bin sofort. Moment, wir machen hier alles. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Alter, der kauft echt viel, ne? Fünf. So. Ich weiß, unten stehen die Zahlen, aber ich kann so schnell nicht gucken, während ich hier, ne, am Scan bin. Kann ich das Teil verkaufen? Rechte Maustaste ablegen. So, jetzt müsste. Ist das jetzt in meinem Rucksack drin? Tatsächlich, das ist in meinem Rucksack drin. Okay. Kann ich den Rucksack irgendwie leeren? Also kann ich sagen, hör mal, das möchte ich nicht mehr in meinem Rucksack haben. Keine Ahnung. So, wir kaufen nämlich jetzt erstmal ein neues Regal. Und zwar die großen, würde ich jetzt sagen. Die kaufen wir jetzt erstmal. Und zwar das hier. Wurde das geliefert oder ist das in meinem Rucksack drin? Das weiß ich nicht. Ah, da ist es doch. So. Dann drehen wir das einmal.
Drehen, drehen, drehen. Es passt hier perfekt hin. Sehr schön. Sehr schön. Nein. So. Komme ich da noch durch? Sensationell. So. Und jetzt kann man nämlich hier alles schön draufpacken. Und das sieht direkt... Oh. Ja. Das sieht direkt besser aus, finde ich. Vor allem, wir können da wesentlich mehr platzieren. Ne? Gleiche würde ich tatsächlich hier auch machen. Wobei ich immer noch am Überlegen bin, wofür ist das hier? Kann ich das wegschmeißen? Nee. Hat das irgendeinen Sinn? Ist das Deko? Kann ich das hier hinhängen? Ja, komm, dann machen wir das hier hin. So, das Bild würde ich tatsächlich hier dann hinhängen. Weil dann können wir hier eventuell nochmal einen hinstellen. So ein Regal, ne? Kunde an Kraftstoff. Entschuldigung, ich bin unterwegs. Es tut mir leid. Ich musste nur kurz hier ein bisschen organisieren. Ja. Wie viel Kraftstoff haben wir noch? Lieferung, Kraftstoffvorrat. Wir haben ja noch mehr als genug. So. Weil, oder wir machen hier so eine Alkoholecke. Wir haben $354. So, dann kaufen wir Regale, Alkohol. Ich kaufe direkt die großen. Die haben wir hier und dann können wir Alkohol, können wir hier hinpacken. Ja, dass man nicht direkt gesehen wird, wenn man da Spirituosen kauft. Deswegen setze ich das da schön in die Ecke. So, warte, passt. Okay, weiter geht nicht, ne? Alles friemelig. So. Warum liegt hier so ein Ding rum? Habe ich das jetzt da reingepackt? Ich hoffe. Guten Tag. Oh, Werkstatt ist auch ein Kunde. Moment. So, wir bestellen mal ganz kurz Lieferung, Produkte, Alkohol. Kaufen, 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 kaufen. Macht $213. Kann ich mir nicht leisten. Mist. Ja, ich könnte jetzt einen Teil kaufen. Ach, ich wollte ja zur Werkstatt. Ich könnte einen Teil kaufen, aber... ja. So. Guten Tag. So, wo klemmt denn der Schuh? Sie hätten mal ihr Auto waschen können, so ein bisschen. Oh, ein Spiegel. Okay, den Spiegel können wir sofort austauschen. Hier. Ah ja, ich sehe schon, da ist ein Bruch. Da ist auf jeden Fall ein Bruch drin gewesen. So, und dann haben wir noch Kratzer, selbstverständlich. Kratzer kommen hier sehr, sehr viele drin vor, ne? Muss ich mal so anmerken. $210. Nice. So, dann bestellen wir jetzt einmal Lieferung. Ah, ne, Quatsch. Oder? Kratzer haben wir noch genug. Spiegel haben wir auch noch genug. Reifen haben wir auch noch genug. Ich würde halt gern Alkohol kaufen, ne? Einrichtung, Regale, Quatsch. Lieferung, Produkte, Alkohol. So, dann kaufen wir das erstmal. Sind wir bei $55. Moment. Moment. Und den noch. Dann haben wir sowieso alle. $213, perfekt, passt. Sehr schön. Kunden an Kraftstoff. Ha, perfekt. Hallo. Ach, ein Sheriff. Selbstverständlich bediene ich Sie. So. Ui. Sie wollen aber viel haben. So, Kunde. Hallo. Einmal scannen hier. Klar. Dann haben wir da noch eine Flasche, noch eine Flasche. Und das noch eine. Ich glaube, das war Bitte nicht. Warum? 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 Ja, es hätte mich jetzt auch anderes, irgendwie hätte mich das jetzt andere so ein bisschen, naja, schockiert. So, wo ist der LKW? Der kommt jetzt. Dann machen wir direkt auf, bevor der anfängt zu hupen. Was haben wir denn noch hier an Sachen drin? Kann man das irgendwie sehen? Entschuldigung, kann man das irgendwie sehen? Was das hier für Sachen drin sind? Nee, ne? So, kommen Sie ran. Kunde an Kasse. Ja, ich bin ja schon gleich da.
So, dann packen wir das hier nämlich rein. Perfekt. Noch eine Kiste. Wie viel habe ich denn bestellt? Hey. Dann sind wir jetzt unter die Moonshiner gegangen. Wir haben einmal hier. So. Komm, fahr jetzt. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt die Tür zumache. Wenn ich die Tür zumache, bevor der losfährt. Ach Gott. Ich wollte die direkt wegschmeißen. So. Da machen wir hier. Weil die braucht man nicht mehr. Europalette, ne? Da ist zwar ein bisschen Geld drauf, aber die war so kaputt. Oh, da geht einer in die Werkstatt rein. Sehr schön. Ich bin sofort da. Moment, Moment. Warten Sie kurz. So. Und hat dann gekauft. Wir braucht Joe. Okay. Ja, have a nice day. So, hier einmal alle voll machen. Ui. Sehr schön. Kunde an Kraftstoff. Ich hoffe, der ist jetzt ganz schnell weg. So, ja, ich bin da. Ich bin da. Hallo. Puh, Stress. Aber ich muss auch den Laden wieder sauber machen, sehe ich gerade. So, was haben wir denn für eine Problematik hier? Ah ja, ich sehe, sie haben einen platten Reifen. Machen wir mal ganz kurz. Mit meinen Fingern hole ich diese Bolzen raus. Sehen Sie ja. So. Die haben auch alle 5 Radbolzen. Gibt keine 4-Loch-Bolzen hier. So, und ein Spiegel. So. Oh. Da war aber jemand sauer. 210 Dollar. 180 nur. Katzer bringt mehr Geld, ne? Was kostet denn Lieferung? Kraftstoff. Kann ich noch nicht. Was kostet denn so ein Reifen? Lieferung, Autoteile, Reifen. Weil, bestellen wir mal direkt nach. Ach, bestelle ich alles nur einmal? So, das müsste reichen, ne? Boah. So, jetzt frage ich mich aber immer noch, warum unser Lager noch Sachen da drin hat. Moment, einmal kurz bedienen. Das schauen wir jetzt gleich mal. Ich glaube, das ist Essen. Oder, ne, Trinken könnte sein. Trinken, weil Essen hatten wir ja gerade. Oh, stopp. Warum war da ein X gerade? Undankbares Volk hier. So, einmal... Bisschen nachtanken, klar. Dann schnell den Besen hier einmal schnappen, dass wir hier ein bisschen klar Schiff machen. Und dann müssen wir mal gucken, was das für Kisten waren im Lager. Das würde mich echt mal interessieren. Achso, WC ist auch dreckig. Jo, das gerade frisch renovierte. So. Und... ist wieder sauber. Perfekt. Ah. Oh. Da, Entschuldigung. Ich muss hier ganz schnell hin. Kunde an Kasse. 2-mal. So. Komm rein. Was haben wir hier noch für Ware? So. Mach, dass du wegkommst. Pass auf, ich guck mal, was jetzt passiert, wenn ich den zumache. Einfach mal gucken, ne? Kann sein, dass der jetzt hupt oder wegfährt. Wenn er wegfährt, wäre es sensationell, weil das wird Zeit ersparen. Wenn er hupt, renne ich da gleich wieder hin. So. Oh, 6 Artikel haben sie gekauft. Sehr schön. Na, die Kasse wird schon wieder langsam dreckig. Ja. Have a nice day. So, nächster. Nächste, Entschuldigung. Auto reparieren haben wir schon abgeschlossen. Siehst du, ich habe das mit meinem geschulten... Oh. Mist. Geschulten Auge gesehen, dass er dreckig war. Oh, okay, es geht nicht. Der bleibt da drin.
Ja. Ja. Fahr doch. So. Tür ist zu. Sehr schön. Kunde an Werkstatt. Ja. So, einmal Werkstatt. Place all. Ah, könnte sein. Place all. Und place all. Dass das Kfz-Teile waren. An Kraftstoff. Hoi, Devitzka, ey. So, was haben wir denn für ein Problem? Ah ja, einen Reifen habe ich gerade neu gekauft. Extra für Sie. Ganz frische Qualität. So, einmal weg. Dann machen wir hier und ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir das abgeschlossen haben, die ganzen Herausforderungen. So, und ach so, hinten ist auch ein Reifen kaputt. Okay, machen wir natürlich gerne. Aber Reifen bringt, glaube ich, nicht so viel Geld wie Kratzer, ne? Kratzer ist echt... Also da verdient man richtig Geld mit. So. Okay. $160. Ja, ist okay. Ist okay. So. Kunde an Kasse und an Kraftstoff. Ja, machen wir jetzt erst Kraftstoff, weil der wartet schon ein bisschen länger. So. Great. Hallo. Guten Tag. Und dann müssen wir mal an den Regalen gucken, ob wir da irgendwie... Nein. Naja. That's horrible. Ja, ich weiß, ich weiß. So, keine Produkte mehr. Hier haben wir keine Produkte mehr. Hier haben wir keine Produkte mehr. Dann war das so. Dann hatten wir noch Kfz-Teile über. Ja, einmal hier. Okay, den habe ich ja perfekt geworfen. Moment, ich muss noch kurz einen Müllsack rausbringen. Und dann bediene ich sie sofort. So, was haben wir denn da? Warte mal, machen wir mal ganz kurz die sauber, bevor nachher wieder was kommt. So. Ei, guck mal, wie schnell das jetzt geht. Merkst du direkt den Unterschied, ne? Hier, bam. Speedy-Kasse hier. Awesome. Awesome. Oh, die machen hier alles immer dreckig, ne? Alles immer dreckig. Noch ein Auto müssen wir betanken. Ja. So, was haben wir denn? Vier Artikel haben sie gekauft. Das ist erfreulich. So. Ja, danke. Ich weiß. So, was haben wir denn dann noch? Regale, Zigaretten. 199, Ice Cream? Ice Cream wäre natürlich geil, ne? Oh nee, ich kann nichts werfen. Komm. Oh Mann. Ich war einer. Ich glaube, so kriege ich den auch verjagt. So, Icebox. Ganz wichtig, Produkte. Ach ne, Quatsch, Regale. Sollen wir die hier hinstellen? Also ich mag das irgendwie nicht so mitten im Raum. Ich würde dann sagen, setzen wir lieber hier hin, ne? So. Eine Eisbox, geil. Kunde an Werkstatt, auch noch. Tanken geht tatsächlich irgendwie am schnellsten. Nö. Och, nö. Ich meine, er ist ja kreativ, ne? Aber, ach, nö. Warum meine Wand? So. Guten Tag. Schmeiß mal direkt weg, ne? So. So, wo klemmt... Oh, drei Reifen. Gut, dass wir die noch haben. Hoppala. Wo bin ich denn jetzt? Ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Teile zur Reparatur 4.
Okay. Der ist auf jeden Fall auch kaputt. Das hatte ich auch gesehen. Und ich meine nochmal auf der anderen Seite, ne? Was war noch? Also der bringt ja hier richtig Geld jetzt. So, noch ein Reifen. Oh, Reifen muss ich neu bestellen. Definitiv. So, einmal. Ja, klick. Wir haben keine Zeit. Wir müssen, ne, Reifen bestellen. So, was ist noch? Ah, Spiegel. Spiegel. Da. Ah, gut. Müssen wir das Glas eigentlich auch entfernen? Ne, ne? $340. Das lohnt sich. So, Kunde an Kasse. Hallo? Oh, drei? Es geht los. 9 Artikel hat die gekauft. Das ist sehr gut. 9 Artikel. Sensationell. 24 $. Jawoll. So, nächster. Nur 2? Okay. Scan-Combo 4. Aha. 13 Artikel. Jo, der hat unseren Laden erstmal leer gekauft. Ich muss mal ganz kurz sauber machen. Ne? Nein. Hatte ich das da nicht reingepackt? Ich blick hier nicht mehr durch. Ich weiß jetzt nicht grad, das kann ich nicht mal aufheben, ne? Schade. You're joking, right? Ja, ja. Kunde an Kraftstoff. So, Kraftstoff müssen wir auch nachkaufen. Wir brauchen aber jetzt erstmal Reifen. Lieferung, Autoteile, Reifen. Die sind teuer, ne? Ah, die sind teuer. Dann kaufen wir lieber hier ein paar von. So. Dann kaufen wir Produkte. Und zwar Trinken können wir nachkaufen und Essen. So, Lieferung, Kraftstoff müssen wir auch nochmal nachkaufen. Nicht genügend Geld. Ah, nö. 2 Dollar der Liter? Warte mal. Kraftstoffvorrat, $2. Ist das immer $2? Hm. Oder variiert der Preis da auch? Oh, Eis müssen wir nachkaufen, ne? Eis, genau. Eis. Lieferung, Produkte, Ice Cream. So, können wir uns das leisten? 98, jo. Sehr schön. Der LKW ist unterwegs. Dann machen wir mal ganz schnell. Kunde an Werkstatt, ja. Wahrscheinlich 4 kaputte Reifen. Das wäre jetzt der Super-GAU. Hallo? Guck mal, während der Fahrt hole ich das raus. Können direkt sitzen bleiben, können direkt weiterfahren, ne? Kommt der nächste schon. Dann lassen wir mal ganz kurz offen. Ich hoffe nicht, dass wir einen Dieb da haben. So, was haben wir denn hier? Kunde an Kraftstoff. Mach nur mal ganz kurz hoch, weil das hier geht relativ zügig. Dann sagen wir hier einmal nachtanken. Ui. Ah, nee. Der andere. Ach, der andere LKW ist doch für Kraftstoff. Ich bin ja ein Vollhorst. Kraftstoffstart niedrig. Ja. So, dann machen wir hier schnell zu. Da. So, jetzt kommt. Nee, Eiscreme kommt. Stimmt. Siehst du, war doch richtig. Genau, da ist unser Kraftstoff-LKW. Guten Tag. Tiefgekühlt? Nein. Natürlich nicht. So, komm, fahr.
Was macht der denn da jetzt? Checkt der jetzt irgendwas hier? Fahr doch jetzt endlich. Mann. Los. Fahr. 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 So, dann wir haben noch einen Kunden in der Werkstatt, wir haben noch Kunden an der Kasse, wir haben Kraftstofftank ist niedrig. Ei. So, dann fertigen wir die hier kurz ab. Ja, schönen Tag noch. Kunde an Werkstatt, ja, das müssen wir gleich auch sofort machen. Bediente Kunden im Laden. So. Warte. Okay, sind wir voll. Krass. So, was haben wir denn jetzt an Geld? 99. I shouldn't have said anything. Hä? Wieso war der O? Ach, den hatte ich schon hochgelassen. Entschuldigung. Sorry, mein Fehler. Das war ganz klar mein Fehler. Tut mir leid. Ah, hier. So, was kaufen Sie denn? Kaufen Sie Eis? Nee, ne? So. Können wir jetzt Reifen kaufen? Lieferung. Nein. Lieferung, Autoteile, Reifen. Die sind teuer, ne? Und dann Kraftstoff. Okay. Ach, wir müssten Kraftstoff nachkaufen, ne? Brauchen $200 dafür. Kann ich weniger kaufen? Lieferung, Kraftstoffvorrat. Ne, ich kann nur 100. Natürlich blöd. Oh. Das ist natürlich blöd. Warum liegt denn hier so viel Müll rum? Nutzen die den Müll einmal nicht, oder was? Ach. So. Einmal noch fegen, dann haben wir es schon. Einmal hier fegen, einmal da fegen. So. Jetzt verkaufen wir auch schon Eis. Krass. So. Alles sauber. Heidewitzka. Boah, hier hast du echt Stress. Also. Haben wir hier was? Ne, keine Produkte. Da haben wir auch nichts nachgekauft. Trinken haben wir auch nichts nachgekauft. Ich habe keinen Platz mehr in der Kühlbox. Und ich habe schon die große, glaube ich, gekauft, ne? Ah, ja gut, aber... So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge versuchen wir dann mal unseren Kraftstoffvorrat aufzufüllen und ja, gucken, was dann passiert, wenn wir die Aufgaben bewältigt haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.